Hey ho Leute, was geht ab? Hier ist wieder Sorry One Time mit Erinas und Loki. Aha, hina. Den Wiedergefundenen, ja! Gut Leute, wir machen weiter. Also, Loki, aber erklär uns noch zuletzt. Was haben wir zuletzt getan noch? Als letztes haben wir endlich mal für das Leck in unserer zweiten Etage dafür gesorgt, dass wir hier nicht mehr nasse Füße kriegen. Ausgezeichnet. Du hast deinen Weg ein bisschen weiter gebaut, soweit ich gesehen habe, richtig? Und ihr habt meine Hühner gewählt. Das war aus Versehen. Pur aus Versehen. Nein, ja. Wir werden natürlich in den nächsten Folgen ein umfangreiches Grab errichten. so eine Grabstätte, einen großen, direkten Friedhof für einen Huhn. Das Dach hat sich dank unserem lieben Erinas auch ein wenig weiterentwickelt zu einer wunderbaren Weide. Ausgezeichnet. So liebe ich das. Ja. Das heißt, unser Leben ist fürs Erste gesichert. Ich liebe diese Das Einzige, was es jetzt noch zu tun gilt, ist Melonensamen zu finden, damit wir diese anpflanzen können. Und dann begeben wir uns auch endlich mal an eure Wünsche. Haben wir uns ja lange genug mit Zeit gelassen. Ich würde sagen, ich werde direkt mal anfangen, ein Fundament für die Schmiede zu bauen. Gut. Sollte die etwas größer als so eine NPC-Schmiede oder was deiner sein? Oder gleich groß? Das etwas größer. Was größer. Brauchen wir? Also, ja. Nico, was brauchen wir? Die Frame ist schon da, ich habe den Anvil schon da, wir brauchen Magma, haben wir glaube ich auch schon, ne? Ja. Und schon Chest, Schwert. Magma können wir brauchen und für den Brennofen haben wir halt diesen Netherrack, dass wir eine dauerhaft brennende Stelle haben sozusagen. Hm. Also cool wäre, wenn wir drei verschiedenschabige Schwerter hätten. Also ein Steinschwert, ein Goldschwert und eventuell noch ein Diamantschwert, das wir da reinlegen können. Hm. Ja, weil das wird dann in den Frames wird das dargestellt, das ist relativ cool. Gut, aber wo wollen wir es hinbauen? Und ja, ich würde sagen, wir fangen so stadtartig an, ja? So hier vorne irgendwie machen wir dann das Fundament dafür und wenn wir dann die Church bauen, gehen wir ein Stück weiter und bauen das Fundament dafür, dass es irgendwie eine kleine Stadt wird, ja? Alter. Sounds good. Gut. Du machst und wenn du mit dieser Let's Play-Reihe fertig bist, dann kannst du die Map hochstellen, damit die Leute sich das angucken. Hey, wir haben die Map in die Luft. Gut, also Nico, Fundament, wir brauchen Stein. Jo. Oder was willst du auf Fundament bauen, frage ich mal so. Cleanstone wäre sehr. Eine Cleanstone-Brawl sollten wir erst für die Kathedrale verwenden, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich würde sagen, ja, Gravel ist auch kacke. Also oder du machst Ziegelsteine. Die gibt's ja jetzt auch. Ziegelsteine? Du kannst aus Cleanstone oder so, dass du Ziegelsteine daraus machst. Ja, dafür müssen wir aber erstmal Steine bauen, weil wir haben gar nichts. Nein. Hab ich alles benutzt? Ja. What the fuck? Ich Monster. Boah, Katastrophe. Pflasterstein. Okay, Nico, nimm deine Spitzhacke und wir müssen Steine holen. Ich werde hier in der Zeit mal für einen vernünftigen Boden in unserer Bude sorgen. Ich will, dass er glänzt und sauber ist. Ich will einen Teppich, Stühle und alles mögliche hier. Danke. Ich hoffe, es hat wehgetan. Nein, ich bin wieder voll. Schaufel im Gesicht. Pum. Also hast du das schon mal gesehen? Ich ordne noch ganz kurz. Ein fliegendes Bett. Ein fliegendes Bett. Wie ist das möglich? Telltale, it's magic. Komm, wir müssen Steine holen. Jo, hast du die Diamantspitzhacke schon mitgenommen? Diese Diamant, bist du wahnsinnig? Alter, verschwende die Diamantspitzhacke nicht, bevor die nicht verzaubert ist mit irgendwie, was weiß ich, Effizienz oder hier, Haltbarkeit. Eben. Ich bin Level 21, wie schaut's mit euch aus? 2. 6, weil ich ja gestorben bin. Holy fuck, ist der ab! Da muss es runtergefallen! Die werden von Schwerkraft besitzen, genau. Übrigens, kommt ein cooler Sound, wenn man davon, Text wurde von Anvil zerquetscht. Cool. Also wurde vom Amboss zerquetscht. Komm, geil. Erinas, komm, wir müssen. Gut, dass ich fast davon niedergemetzelt wurde, aber auch mal egal, ne? Ja, also die Fallhöhe, ab 11 Dingern killt es dich instant. Guck mal hier. Aber von der Fallhöhe Treppe, von 11. Ne? Hab ich gut gebaut hier, ne? Ja, ist ganz cool, aber du hast alle Steine verwendet. Dadurch. Ach, sei leise, bau hier ab. Ja, doch, ist ganz cool. Womit baue ich den Amboss ab, ohne dass ich ihn kaputt mache? Ja, also ich habe nur eine Spitzhacke gemacht. Ging schnell. Ja, welche? Normale. Eisen? Eisen, okay. Ja, ich habe eine Eisenspitzhacke dafür einfach verwendet. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Also ich glaube nicht, dass er kaputt geht. Ich glaube, der wird immer abgebaut einfach. Also, wie hast du den eigentlich gemacht? Wie geht der?
drei Eisenblöcke oben in der Reihe und dann eine kleine T-Form nach unten in Eisen, normale. Hm, cool. Okay. Hier, genau. Brick. Okay. Na, ist gut zu wissen. Und, ah doch, wollte gerade sagen, und er ist kaputt, aber ne, geht noch. Das wär's, Alter. Loki, der den Amboss zerstörte. Dann da da da. Schon wieder? Oh man. Du musst ihn letztes Mal schon reparieren. Heißt das, wir müssen auch Kingstone noch verwenden? Ne, Kingstone noch nicht, aber doch. Ja, das, doch, das müssen wir, das, wir sollten sowieso noch einen kleinen Raum dran bauen, irgendwo, dass wir da einen Lagerraum, Brennraum und so. Halt, das mitten in der Wohnung stehen zu haben, finde ich so ekelhaft. Ja, findest du? Ja, ich finde das nicht schön. Das passt einfach nicht. Sag mal, wo sind wir hier noch? Okay. Ja, keine Ahnung. Hm. Baut doch, geht doch nicht so tief, baut doch einfach irgendwo Stein ab. What the fuck? Da sind wir ja, tun wir ja. Wir sind gerade mal eine Treppe runtergegangen, ja. Wir haben halt nur eine Wand hoch. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, macht mir nichts. Hey, Eisen. Hm? Eisen. Ah, nice. Verdammt, ich habe die Befürchtung, ich habe nicht genügend Birkenholz. Mist. Tja, hol dir neues. Und es ist Nacht draußen. Hol doch. Kann es sein, dass es viel zu häufig Nacht da draußen ist? Kann sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Halt's Maul. Nein. Jetzt dir Happy auf den Hals. Na, wir wollen direkt radikal werden, was? Mhm. Ich fahr die guten Geschütze auf. Okay. Ich spiele extra. Und ja. Oh. Ich sag, die harten Geschütze, okay. Ich bin Death. Was willst du jetzt tun? Ich hatte Exodia schon auf, das ist eine Win Condition. Kann's nicht toppen, ich hab schon gewonnen. Zu late, ich hab's getoppt. Also, ich spiele hinaus. Zweimal Exodia! Was machst du jetzt? Verdammt, es fehlt tatsächlich noch Birkenholz. Brap! Sag mal, wie hast du hier gebaut? Was denn? Nein, abgebaut meine ich, der Erinas. Erinas-Style vielleicht? Ja. Ich baue einfach da und da mal ab und baue mich nach, direkt nach unten. Oh, wie viel Bone Meal habt ihr gemacht? Lass mal die Knochen in Ruhe. Ich hab gar nichts gemacht. Wir wollen doch noch Hündchen tamen. Wenn wir welche finden. Definitiv sogar. Brauchst du keine Bone Meal, oder? Nein, kein Bone Meal, aber normale Knochen brauchst du dafür. Oh. Warum? Ach so, ein Hündchen. Ich hab Hündchen verstanden. Ja, lol. Gut, sind wir 10 wilde Hühner. Und steckst du so einen Knochen in den Mund. Genau, das ist es. Ich hab mal geguckt, so, was hältst du von der Größe hier an der Seite? Für den Dings, so, für das Fundament. Ich hab mir gedacht, das ist auch ein Stückchen höher zu setzen, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Können wir es noch ein bisschen größer machen? Vielleicht ein oder zwei Stück. Ich weiß nicht, ich finde das etwas klein. Ich weiß nicht, ich denke immer in großen Dimensionen. Ja, ich will ja keine. Also, die Schmiede können wir ja dann eigentlich grundlegend auch für unsere Sachen verwenden, ne? Ja, eben. Deswegen können da auch ruhig ein paar mehr Brennöfen rein. Ja. Hm. Haltet mir mal übrigens die Creeper vom Arsch. Die Creeper. Wenn ich. Ja, man weiß es nicht. Also, du. Bau das Fundament einfach aus. Ach, du blöder Sack, ich hab mich gerade. Oh! Hä? What the fuck? Was? Was mich erschreckt. Ja. Keine Ahnung. So. Reicht euch das? Ja. Oder ist jetzt ein Stückchen zu groß? Also ich finde es doch jetzt ziemlich groß irgendwie, ne? Ja, ich finde das gut. Für die erste Reihe. Ja. Ich finde es gut, ich finde es okay. Umso ominöser es aussieht, desto mehr zahlen die Leute. Ich finde das nur schön aus, wenn ich es mag. Ja, das hat auch voll den Sinn. Ich will hier gerade eine runterhauen. Geh weg da. Und hier können wir dann den Weg entlang führen, ne? Genau. So, dass wir hier, da können wir hier am Rand können wir Blumen pflanzen. Sieht bestimmt auch sehr schön aus.
Okay, ist eine Schmiede, aber. Ja, vor allen Dingen würde ich mal gerne auch langsam aus dem Nether die Glowstones holen, damit wir vernünftige Straßenlaternen machen können. Hm. Damit es draußen auch mal ein bisschen beleuchtet wird. Also, nee. Ja, vor allen Dingen dafür. Hauptsache, ich bin jetzt echt ein. So, der Boden im Hause ist komplett. Yay, sieht endlich mal vernünftig hier aus. Und jetzt der dicke Amboss da wieder hin. Bong. Das Geräusch, ne? Ja, ne? Was war das denn? Was denn? Euch? I don't know. Spinne. I don't like them. Nico? Ja? Dreh dich um und geh mal durch hinter die. Geh einfach da dahinter. Ich will dich nützen. Ich will dich wissen. Also, und guck ihn tief in die Augen. Enderman. Was wär's, ey? Nee, ne Spinne. War hier irgendwo gerade. Oh, langweilig. Was? Was? Hä? Yeah, dazu. Oh, Bananen. Was? Mach eins auf der anderen Seite weiter, da. Da wollte ich gehen. Dann mach. Also ich dachte schon, ich hab's jetzt so gemacht, dass du eigentlich keine mehr falsch stehen kann. Tja. Und da kommt dazu. Ja, ich bin gut, ich weiß es. Du bist doch nur eifersüchtig. Natürlich. Sag ich doch. So, sehr schön. Wieso sagt man eigentlich, dass mein Skin nicht verfügbar ist, Leute? Da ich normal aussehe. Dein Skin ist verfügbar, du siehst ganz sonder wie immer aus. Bei mir jo. Nicht. Du siehst aus wie Natsu halt, ne? So, guck mal. Gut. Hier vorne kannst du dann zwei Steintreppen hinmachen. Ja, entschuldige mal schnell. Gut, ich werde mal ein bisschen ablegen und dann geht's. Dude, warum hast du die Tür zu? Weil ich sie eigentlich aufmachen wollte. Ja. Ich kann sie nur finden. Wo habe ich die hingetan? Nico, oben Zuckerrohr hat's auch gepflanzt, ne? Ja, Zuckerrohr ist auch oben. Okay. Na, ja, ich hab's jetzt. Aber wenn du Zucker brauchst, habe ich ja auch noch welchen da, ne? Nee, Zucker will ich keinen. Boah, Creeper! Zucker wollte ich keinen, ich wollte halt einfach. Wenn du das kaputt machst, ich schwör bei Gott, du bist tot. Nein! What the fuck? Leute, was ist da wieder hochgegangen? Ich hab versucht, ihn niederzuschrecken. Lauf! Nein. Was ist passiert? Oh, toll. Natsu sagt, lauf, ich schlag erstmal zu. Mach mal das jemand weg. Oh. Hast du gerade explodiert, nicht passiert. Aber style ich aus. Wollte schon gerade sagen, Leute, jetzt reicht's aber. Ja genau, da wollte ich sagen, mach mal die Treppe weg. Ja, ist jetzt mal dein Dirt wieder dahin, der eigentlich verschwunden ist. Scheiß Creepers. Merkt es gerade? Warum kann ich auf die Werkzeugkiste nicht zugreifen? Ah, jetzt. Pilzsuppe. Cool. Gelegentlich kannst du mal dazu kommen, direkt aber. 132 Torwärter, ne? Oh jo. Ich nehme ein fettes Steak. Into the Netherrealm! Go forth! Ma! You'll do it. Du wirst sterben. I'll die. Bringst du mir Neverpflanz mit, beziehungsweise Neverbrick? Ich kann's versuchen. Oh Gott, dammit. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir noch. Ah, Luki, komm aber mal mit, ich will mal den Detail angucken. Nico, hast du die Wand hier mit Soul Sand ausgekleidet, zufällig? Soul Sand. Nein? Nee, ach war. Ich hab Soul Sand abgebaut, aber ich hab nicht. Ja, nee, never mind. Ich vergesse, dass ich kein Dings mehr hab. Painterly Pack. Deswegen, das ist jetzt das normale Netherbrick. Gehst du schon wieder zurück? Was? Nein. Draußen? What the fuck? Mach die Tür auf. Und tu. Hau diese Viecher unter keinen Umständen hier, diese Zombie-Picks. Niemals, ja. Dude. Tu das nicht, Alter. Ohne Scheiß. So schlimm sind da die. Stimme ich ihm zu.